told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hallo Freunde, wir sind endlich angekommen. Ihr habt es im Titel und auf dem Thumbnail schon gesehen. Wir sind auf dem Midsummer Bully Festival auf Fehmarn. Die letzten zwei Jahre ist es ja ausgefallen, aus bedingten Gründen. Oh moin. Und jetzt sind wir endlich angekommen. Wir sind noch alleine, sind mit einer größeren Gruppe unterwegs natürlich wieder. Das werdet ihr aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen sehen. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. So, wir gehen jetzt gerade unsere erste Runde hier übers Festivalgelände und... Ja, erste Erneuerung. Schon mal hier oben gibt es so ein paar Lampen und Leuchten. Das war sonst noch nicht so. Die ersten Stände werden oder sind schon natürlich aufgebaut. Wir können noch nicht rauffahren. Es ist ja Mittwochabend. Morgen beginnt offiziell das Bully Festival. Um 8 Uhr ist sozusagen Einlass. Ja, und wir gucken jetzt gerade mal so ein bisschen, was hier abgeht. Wo wir stehen. Also wir stehen irgendwo da vorne so. Kann man jetzt schlecht sehen. Aber im gesamten Video werdet ihr sicherlich noch sehen, wie wir stehen, wo wir stehen. Was yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. Was gibt's heute zu essen? Asiatische Nudeln, Glasnudeln. Mit Gemüse. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Meine Lieben, das war das Bully Festival bzw. Midsummer Bully Festival 2022. Es hat richtig viel Laune gemacht, richtig viel Spaß gemacht, die ganze Truppe mal wieder zusammen zu haben, denn wir kommen ja doch aus sehr verschiedenen Richtungen und es war einfach mal schön, alle wiederzusehen. Auch vielen, vielen Dank an alle, die natürlich da waren und uns mal ein bisschen angeschnackt haben, mit denen man persönlich mal ein bisschen sprechen konnte. War richtig cool, einige von euch einfach mal persönlich kennenzulernen und natürlich auch einfach mal ein paar Worte zu wechseln. Wir sind jetzt gerade tatsächlich seit ungefähr 2 Jahren mal wieder mit Oscar auf einem Roadtrip, einfach weil wir ein bisschen flexibler sein müssen und wollen. Das erwähne ich einfach nur aus dem Grund, weil ich auf dem Festival sehr oft darauf angesprochen wurde, ob wir Oscar denn überhaupt noch besitzen. Und natürlich, Oscar ist noch in unserem Besitz. Ich fahre Oscar im Alltag, das heißt, jeden Tag fahre ich damit zur Arbeit oder auch zur Werkstatt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!